Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Force of Nature. Wir haben hier gleich am Anfang mal Hektik. Weil gleich mal unser Verbündeter hier verkloppt wird. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Deswegen gehen wir vielleicht auch als erstes gleich einmal schauen, ob wir hier aufräumen müssen. Für die heutige Folge werden wir uns voraussichtlich eh in der Nähe aufhalten, weil wir ja unsere Vorräte aufstocken wollten. Das alles soweit noch nicht fertig ist, beziehungsweise auch noch gar nicht genügend den Auftrag gegeben. Deswegen kann es ja auch schon mal nicht schaden. Wir einfach mal damit anfangen, hier ein bisschen aufzuräumen. So als Start in die Folge. Dann können wir uns nämlich hinterher in aller Ruhe der Produktion widmen. Was ja vielleicht auch nicht das Schlechteste ist, so jetzt so in der direkten Umgebung. Reicht das, glaube ich, erstmal. Jetzt muss ich mal schnell schauen, weil ich habe gerade direkt vor der Aufnahme ein Update gezogen. Ich habe gelesen, dass es angeblich eine vernünftige Tür gibt. Nice, aber eher nichts für uns. Aber ich sehe auch kein starkes Tor, es sei denn, das hier war gemeint, die Widerstandskraft hier ist 400. Wir haben auf unseres... Vielleicht sollte man doch mal hergehen. Wir hatten doch beim letzten Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, haben wir nicht. Schade. Erst den Auftrag, dann nehmen wir sie eben hier raus. Ab. Und bauen lasse ich mir eigentlich immer so leicht ablenken und bauen hier das Tor rein. Okay, das ist breiter als gedacht. Reißt man eben hier auch noch die zwei Palisaden weg.
Dann soll es aber reinpassen. Ein neuer Versuch. Wie das aussieht. Bis es fertig ist, gehe ich mal schnell Wasser holen. Ja, warum auch nicht? Sieht durchlässiger aus. Wie das vorherige. Aber die Widerstandskraft ist natürlich nicht zu verachten. Und ich glaube, hinten lassen wir trotzdem die Holztür, weil von hinten kommen eigentlich in der Regel keine von den Gnomengesellen hier reinmarschiert. Am Aufräumen sind. So, dann habe ich hier irgendwas von fertigem Kaffee gelesen. Packt man natürlich ein. Tauschen den hier mal in der Schnellleiste gegen die Schokolade aus. Und dann werden wir auch gleich mal noch was nachbauen. Weil mehr Kaffee macht auf jeden Fall Sinn. Nachdem man da ja doch mehr verbrauchen als angenommen mit der ganzen Sammelei. Kann es nicht schaden, den nachzupflanzen, wenn man nur nicht ständig das Zeug ausgehen wird. Hey, was habe ich denn jetzt zu wenig? Ich dachte zwar eigentlich, wir haben noch. Aber offensichtlich nicht genug. Gut, dann räumen wir mal dabei schnell weiter auf. Damit wir nicht den ganzen Gerödel hier ständig mit uns rumschleppen. Na, die Nägel hatte ich, glaube ich, Kiste, da was man dann auch so. Esch und Honig. Was weiß ich, was noch alles.
Da haben wir Mehl drin. Erst einmal in die Kiste. Mehl haben wir, glaube ich, auch mehr als genug. Backstein braucht man halt 300 für unser großes Häuschen, das wird tatsächlich dauern. Und das ist noch nicht alles, weil da muss auch noch jede Menge Bretter und Sand und Ton und hast du nicht gesehen. Hergestellt werden. Weil ich fast sagen würde, vielleicht fangen wir damit einfach mal als erstes. Arsch und Zwirn müssen. Und hier die Samen aus. Das muss irgendwann einmal mehr werden. Dass wir einfach mit dem Hauszeug anfangen. 105 Backsteine haben wir ja schon. Dazu brauchen wir dann noch 30 Ton und Sand. Und 50 Nägel. Da können wir jetzt hier gleich mal schauen. Nägel braucht man Eisen oder Kupferbarren. Ich habe immer noch vor, die Kupferbarren zu nehmen. Haben wir aber natürlich jetzt bei unserem Glück wieder keine mehr drin. Also warten wir erstmal ab, bis die Eisenbahnen fertig sind. Dann brauchen wir noch Kleber und wir brauchen auch noch Glas. Glas können wir hier herstellen aus Sand und Kohle. Flasche. Und wir brauchen auf jeden Fall auch die 150 Bretter. Die gehen, glaube ich, am einfachsten. Das können wir ohne irgendwelche Fertigungsstätte oder sonstiges machen. Das wählen wir hier einfach aus dem Menü aus. Da machen wir erst einmal 99. Dann haben wir hier die 6 und dann fehlen uns noch 45. Ich Idiot, ich hatte da schon was. Das habe ich natürlich jetzt übersehen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil damit reicht es dann auf jeden Fall. Dann können wir nämlich hier auch noch rausholen. Und die hier auch. Ja, Moment, ich komme ja gleich. Auch rausholen. Dann schmeißen 100 Bretter schon mal auf den Haufen. So, dann haben wir hier Kohle. Ne, Quatsch, die ist noch gar nicht fertig.
hier erstmal nichts tun. Holen uns hier nochmal unseren Kaffee ab. Schauen wir mal, ob wir diesmal vielleicht wieder... Ne, immer noch nicht. Aber wir haben wieder jede Menge Kaffeebohnen im Gepäck. Das heißt, die werden wir jetzt hier gleich verarbeiten. Von halbwegs geraden Zahlen. Und würde dann auch sagen, dass wir an der Stelle erst einmal Schluss machen mit der Folge. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter, dass wir Material besorgen für unser Backsteinhäuschen. Wir können dann auch gleich wieder mit Kohle weitermachen etc. Aber das dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao, ciao.